Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, und zwar mein eigenes Modpack. Jawohl, durch den Curse Launcher ist es ja inzwischen zum Glück sehr, sehr einfach geworden, Modpacks zu erstellen, weil man dort einfach sich, ja, quasi die Mods, die man dort zur Verfügung hat, einfach auswählen kann und reinpacken kann. Somit hat man keine Probleme mit irgendwelchen ID-Konflikten oder diese ganzen Sachen. Das ist ganz easy, man muss bloß in den Configs ein bisschen was einstellen, wenn man weiß, worum es geht, und ja. Disclaimer natürlich vorweg, dieses Modpack wird es erstmal nicht zum Download geben, deswegen fragt nicht nach, danke. Es wird es geben, sobald ich damit zufrieden bin und keine Änderungen mehr passieren, denn momentan weiß ich noch nicht, ob Mods dazukommen oder wieder rausfliegen, und ich will nicht, dass irgendjemand dann rumweint, weil seine Welt nicht mehr zu laden ist, weil ich Mods verändert habe, deswegen erstmal nicht, danke. So, ich habe momentan 63 Mods drin, wenn wir kurz hier reingucken können. In dem Modpack will ich vor allem halt auf meine Lieblingsmods eingehen, im Sinne von ganz viel Essensgedönse, ganz viel Anpflanzgedönse, ganz viel Deko- und Baugedönse und eine leichte Essensschwierigkeit, weil wegen ganz viel Essensgedönse. Okay, und zwar, seht ihr schon, Agricraft ist drin, dementsprechend ist auch Palms Harvestcraft drin und ja, Hunger Overhaul. Plus Spice of Life. Wer die Mods nicht kennt, ihr werdet die noch alle kennenlernen, wenn wir dann im Spiel sind, nur die Leute, die es halt schon kennen, dass ihr einen kleinen Überblick kriegt von dem, was drin ist. Dann Better Foliage ist plus äußerlich. Bibliocraft für, ja, ne, Gedönse, halt Deko. Biomes of Plenty ist drin. Forestry ist drin. Botania ist drin, finde ich sehr wichtig. Natürlich Carpenters und Chisel, beide super zum Bauen. Schokocraft ist drin, das heißt Schokobos haben wir. Wir haben Extra Utilities und Open Blocks, Fast Leaf Decay, klar, das ist immer ganz super. Fastcraft muss drin sein, ja, wie gesagt, Forestry, Hunger Overhaul, Iguana Tweaks und Tinker's Construct. Und der einzige Technik-Mod, der drin ist, ist Immersive Engineering, weil er einfach so pornorös geil aussieht. So, Journey Map, Magic Bees, genau, weil Forestry drin ist. Wir haben kein Natura. Wir haben Mistcraft drin, genau. Wir haben, was haben wir denn noch? Nether Ores, klar. Open Blocks, wie gesagt. Palms Harvestcraft. Palms Flowers. Steel Cards 2 habe ich drin. Den Bond mag ich auch sehr gerne. So ein bisschen Technik, ein bisschen, ne, auf Schienen und so. Ist ganz cool. Ob ich Railcraft noch reinnehmen möchte, weiß ich nicht. Möglich, das ist so Sachen, wo ich mir noch nicht sicher bin. Storage Drawers für Storage. Und Tails für lustige Sachen. Spice of Life, wie gesagt. Tinker's Construct, Wailer und was man halt so braucht. So, das ist der grobe Überblick. Dann testen wir mal, starten wir mal eine Testwelt, eine weitere. Und zwar Flower, Power, Test 3. Ich habe das Modpack bis jetzt erstmal Flower Power genannt, weil es halt unglaublich viel Blumen gibt und Harvest-Gedönse. So, das machen wir auf jeden Fall an. Natürlich bei ihm so Plenty ist wichtig, darum geht es ja. Ich muss mal gucken, ob man das als Standard-Welt-Typ einstellen lassen kann. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Soweit bin ich noch nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Wichtige Tweaks habe ich gemacht. Ich habe mir quasi die Configs von Epicraft, also in Anführungszeichen, geklaut. Das heißt, wir haben Diminishing Returns auf Essen. Ich habe die Ores sortiert, das heißt, wir haben nur eine Art von Ore, die es in der Welt zu finden gibt. Oh Gott! Habe ich Optifine wieder drin? Ich glaube, ja. Hey, die Welt kenne ich doch. Habe ich die nicht schon mal gestartet? Das kann sein. Naja, hoppala. Spiele mit meinem eigenen Texture-Pack, denn ich, versuche für dieses Texture Pack jetzt, für dieses Mod Pack jetzt die Texturen anzupassen. Ihr seht schon hier, Better Foliage habe ich schon ein bisschen das Gras gemacht und an den Korallen bin ich noch dran. Also ich versuche da mein Bestes, dass ich dann für dieses Mod Pack wirklich mal rundum erstmal alles fertig mache, bevor ich mit anderen Sachen anfange. So. Und in dem Mod Pack soll es halt vor allem ums Essen und ums. Okay. Wow. Oh Gott, lass es sein! Ums Essen, Kochen und so weiter und am Leben bleiben und vielleicht ein paar Tierchen und eine Farm und hübsch bauen gehen. Und halt vielleicht ein bisschen Technik geben. Warum habe ich denn so eine Kackwelt gekriegt? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unfair. Und ja.
fängt ja super an. Da hinten ist Graslandschaft, na Gott sei Dank. Ich will nicht so viel springen, sonst verhungere ich gleich schon am Anfang. Das wäre ziemlich uncool. Ha. Ha, herrlich, naja. Okay. Wunderbar. Ich bin mal, also ich habe jetzt schon natürlich ein bisschen getestet, so für mich, ob die Mods auch wirklich zusammenpassen und was noch gemacht werden muss. Und so Sachen wie zum Beispiel McCrayfish Furniture Mod habe ich erstmal rausgelassen, wollte ich eigentlich reintun, aber mit dem Crayfish sein Gedöns ist es immer so. Bis jetzt habe ich vor allem, wenn es um Server ging, immer noch Probleme damit gehabt, weil es irgendwas zum Crashen gebracht hat, irgendwas den Client abstürzen lässt. Und das werde ich möglichst vermeiden. Ich möchte bitte Mods hier drin haben, die verträglich sind mit allem und jedem. Das wäre ganz nett. Was hat er denn mal reingetan? Ich hatte irgendeinen Mod reingetan, der nicht funktioniert hat. Was war das noch gleich gewesen? Oh Gott. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Minecraft Comes Alive wollte ich eigentlich... Nee, das ging doch ziemlich. Ja, das habe ich wieder rausgeschmissen, weil es mir doch ein bisschen zu viel... Gedingsel war. So, ihr seht schon hier, unglaublich bunt, finde ich klasse. So, das heißt, wir haben Iguana-Tweaks drauf, was bedeutet, Tinkers Construct Tools zu bauen, ist nicht unbedingt das Einfachste der Welt, aber das kriegen wir schon hin. Und es wurde sich gewünscht, dass ich mal wieder wirklich quasi beginnermäßig auf Mods eingehe und das können wir wirklich mal wieder machen, das habe ich so total vernachlässigt eigentlich. Was eigentlich der Grund dieses Kanals war, lustigerweise. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen back to basic und mal wieder, ja, quasi von vorne anfangen im Sinne von Mods lernen. Also ihr Mods lernen. Also ich kenne die Mods ja inzwischen alle sehr gut. Aber dass ihr mal wieder ein bisschen Knowledge reingeballert kriegt, ne, Freunde? So. Ja, das ist die richtige Taste. So, wir haben jetzt hier ganz schön viel, meine Güte, und... Ich hätte mal so gern... Ich habe noch kein Village gesehen, also kein echtes Village in der Survival-Welt leider. Die Dinger, die ich hier aufsammle, sind quasi kleine Garten-Dinger von Palms Harvestcraft. Das heißt, das sind ja Blöcke, wenn man die zerschlägt, also wenn man die mit Linksklick kaputt macht, droppen daraus halt die Kategorie... Also die Gegend, also die Essenssachen aus der Kategorie. Zum Beispiel hier wäre zum Beispiel... schlechtes Beispiel. Hier zum Beispiel Berry Garden. Heißt, alle möglichen Arten von Beeren, also Blaubeeren, Erdbeeren, Raspberries und so weiter. Und hier, Ground Garden sind Kürbisse, also normaler Kürbis, Winter Squash und hast du nicht gesehen und Auberginen. Hier sind, glaube ich, Spice Leaf und Ingwer und so weiter, sind halt zusammengefasst. Und die kann man mit Rechtsklick aufheben, damit man nicht in seinem Inventar das größte Essenschaos der Welt hat und plötzlich alles voll ist. Das ist ganz praktisch, finde ich ziemlich cool. Also wenn wir uns irgendwo niederlassen, können wir dann die quasi aufbrechen und da alles rausholen, was es zu essen gibt. So, hier, nee, das ist ein Gewürz, genau, Leafy. Hier gibt es Spice Leaf, ich glaube, das hier war Paprika, Tomate und so weiter. Das hier ist Gewürze. Es wäre schön, wenn wir bald mal ein paar Schafe finden würden, damit wir nicht die erste Nacht unter Tage verbringen müssen. Haha. Erstmal ein bisschen erkunden, damit wir hier gucken, wo wir denn hier sind und wo denn hier schön ist. Hallo, ihr Schweinchen. Das nehme ich mit. Das ist Tinkers Construct Gravel Ore. Auch sehr praktisch. Hopp. Das sind Pilze. Da sind halt braune Pilze, rote Pilze und Champignons drin. Ich glaube, mehr gibt es da gar nicht. So, das ist alles Pflanzenzeug. Pflanzenzeug. Vorne ist ein Stück Dschungel. Mit Dschungel bin ich immer ein bisschen schwierig, was Biomes of Plenty angeht, weil da gibt es nämlich so kleine, also wirklich kleine, miese Giftspinnen, die einen so, wie heißt dieses Darkness geben oder wie, also Sichtverminderung und das ist unglaublich ätzend. Da bin ich schon so oft dran gestorben. Deswegen möglichst weit weg vom Dschungel und lieber in den Wald oder Ebene. Ich mag ja Ebenen, aber. Diese Berge hier sind irgendwie ganz schön bergig. Hm. Okay. Das sind die Botania-Pflanzen. Und ganz viel Pumps, Flower-Gedönse. Da vorne sind Schafe, zumindest ein Schaf, was gefährlich nah an der Lava steht. Das ist nicht so cool. Wir müssen gleich mal ein bisschen Holz besorgen für die ersten Tools. Beziehungsweise haben wir irgendwo... Ach du doofes Schaf! Ach Mann. Toll, es ist kaputt für das andere Schaf. Da oben auch noch. Na toll. Hat ja gut geklappt mit den Schafen. Ein Pferd. Wie schön. Horsies.
Da vorne sind Schokobos, oder? Schokobos! Ja! Einer meiner Lieblingsmods, weil die einfach so ultra niedlich sind, die Viecher. Ein männliches Schokobo zu erkennen an dem bunten Kranz am Kopf und ein weibliches Schokobo zu erkennen an dem, ja, gelben Kranz. Hallo! Ich liebe sie! Ich liebe sie! Einfach mega! Muhaha! So, was haben wir denn hier eigentlich für einen Quatsch? Was ist das? Harden Clay, okay. Ist da ein Villager oder ist das eine Hexe? Keine Ahnung. Ich tippe eher auf Hexe. So, gehen wir mal in diese Richtung. Ach Gott, ist so ein richtiges fettes Clay-Biom. Ich würde sagen, wir nehmen, lass uns erstmal irgendwie auf der Ebene da vorne nieder. Was ist das? Gras? Unter Wasser? Das ist ja komisch generiert. Ein Baum mit... Was haben wir denn hier? Ah, Birnen, ein Birnenbaum. Sehr schön. So, jetzt lassen wir mal hier ein bisschen Holz sammeln. So, natürlich das übliche, ne? Anfangsbedingungen für mich. Ich weiß nicht, welcher Mod diese verdammten Feuerwerke hier hinzufügt, aber ich würde es am liebsten wieder rausschmeißen, weil es ist ganz schön nervig, aber naja, mein Gott. Viele Leute mögen auch Feuerwerk. Was soll's? Ha! Hopp. So, Fast Leaf Decay ist natürlich richtig nice. Finde ich sehr praktisch. So. Hui! Okay. Fragt sich, wo wir uns dann erstmal einen Unterschlupf suchen. Weil wir ja keine Schafe gefunden haben. So, da vorne ist noch ein Garten. Nehme ich mit. So, vielleicht doch erstmal. Was haben wir hier? Oh, hier ist Wasser, das ist gut. Bitte? Wasser ist gut für erstmal hier Dings. Um was anzupflanzen. Das ist das richtige Wort. Oder wir gehen erstmal in dieses Ding, aber da ist mir zu viel Dunkelheit. Was sagt denn die Karte dazu? Wir sind hier. Können auch nach hier gehen, obwohl, nee, da vorne ist zu Ende, wa? Nee, da ist Mesa. Heißt das Mesa-Biom? Ich glaube ja. Tintenfische lohnt sich nicht, die lassen kein Fleisch fallen. Das sollte ich vielleicht nochmal ändern. In der Config. Mega braun hier. Da vorne ist was zu essen. Haha. Oh, hier ist Gravel. Gravel ist wichtig. Also, um unsere ersten echten Tools bauen zu können, können wir leider keine Holztools bauen, denn das ist, ja, disabled von Iguana Tweaks, was halt mit Tinker's Construct zusammenarbeitet. Das heißt, wir brauchen als erstes Gravel. Denn aus Gravel machen wir mit 3 Gravel Flint. Und aus Flint müssen wir unsere ersten Tools bauen. Und, oh Gott, es wird dunkel und ich habe echt keine Wolle gefunden. Das ist mega ärgerlich. Kriege ich genug Gravel zusammen? Dass wir unter die Erde können, das wäre ganz gut. Aber guck mal, das Gravel passt perfekt hier rein, so farbtechnisch, ne? Ich muss schon sagen, war nicht so schlecht. So, wir nehmen einfach noch ein bisschen davon mit und dann gucken wir mal, dass wir in die Erde kommen. Ich hoffe, ich habe genug Holz dabei. Hier ist noch ein bisschen Gravel, ein bisschen Sand. So, dann wollen wir mal hier rein. Fragt sich, ob hier noch genug Dirt ist, um uns mal kurz einzubauen. Nein, natürlich nicht. Schade, gut, dann müssen wir... Machen wir es so. Ein bisschen, kleines Dirt-Haus bauen. Zur Not in der ersten Nacht, oh Gott. Machen wir es am besten hier. So. Huch. Weg, weg, weg. Ja, ich sehe da überhaupt gar nichts. Das ist ein bisschen ärgerlich. So.
Okay, so, so. Alter, ist das dunkel. Alles dicht soweit? Ja. Sollte... Kann ich hier noch... Oh Gott, ich sehe nichts. Es ist mega dunkel. Es ist genauso dunkel für euch wie für mich. Egal, wir bauen erstmal Holz. Ein Holz muss ich übrig lassen. So, Tinkers Construct Grundkurs quasi. Wir brauchen Sticks. Sticks brauchen wir sowieso immer. Und aus diesen Sticks bauen wir Patterns. Blank Patterns. So. 8 reichen erstmal, denn daraus bauen wir jetzt unsere ersten Tools. Erste geile Geschichte, was Tinkers Construct sowieso mit sich bringt, ist nämlich die Tool Station, die Crafting Station. Einfach den Crafting Tisch nochmal hier reintun. Der große Vorteil, wenn wir den hinsetzen und reintun, wir können Sachen drin liegen lassen. Yay, das ist was Geiles überhaupt. Nachteil ist, es greift auf umliegende Kisten zu, die diagonal oder schräg dran stehen halt, was das Rein-Shift-Klicken disabled quasi. Das ist ein bisschen nervig, aber ansonsten ein super geiles Teil. So, und jetzt brauchen wir Tinkers Construct Grundsachen. Und zwar brauchen wir einmal ein Wooden Log, ein normales Stück Holz, einen normalen Crafting-Tisch. Und optional, aber auch mal ganz praktisch, eine Kiste. So, und die kombinieren wir jetzt alle einmal mit so einem Pattern. Und kriegen unsere 4 essentiellen Tinkers Construct Tools raus. So. Und Materials in You haben wir auch gekriegt. Das sollte man das erste Teil Buch, ja, Volume 1 ist da. Also, wenn ihr Hilfe braucht, steht alles in dem ersten Band drin, was man tun muss, um halt anzufangen. Ne? Hier Pattern und die ganzen Dinge. Hier Toolforge kommt später noch mit, ne? Dann gibt es noch Ore-Berries, die wir sammeln und anpflanzen können. Launchpads, Punji-Sticks und hast nicht gesehen. Sehr, sehr viel Sachen. Oh. Das sind neue. Ich habe noch gar nicht so richtig auf die Rüstung. Also ich habe noch nie mit der Rüstung gearbeitet, muss ich sagen. Es gibt... Das ist... Was ist das? Ach, Featherfall ist das. Gut, ich wollte schon sagen, fliegen, das wäre krass. Das ist auch neu für mich hier. Finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, damit können wir, machen wir später mit weiter. Erstmal die 4 Sachen hier. So, und zwar am besten die Toolstation. In der Toolstation bauen wir unsere Tools. Im Part Builder bauen wir unsere Parts. Daneben stellen wir die Kiste. Denn da kommen die, ja, die Vorlagen quasi rein. Und hier mit... ups. Machen wir die Vorlagen, wollte ich gesagt haben. So. Weg, weg. Es ist immer noch mega dunkel, aber hey, Hauptsache wir können hier arbeiten. So. Dann tun wir uns die blanken Stencils in den Stencil Table, um daraus jetzt unsere, ja, quasi Formen zu stanzen. Wir brauchen als erstes natürlich eine Pickaxe-Kopf. So, und um eine Pickaxe zu bauen, brauchen wir auch ein Binding. Nur für die Pickaxe. Und wir brauchen eine Axt und eine Schaufel. Ja. Damit gehen wir dann mal rüber zum Part Builder. So, ich habe 2 Flint. Ich brauche... Was brauche ich zuerst? Ich denke mal eine Mattock und eine Spitzhacke. So, für die Spitzhacke ein Flint. Und hier steht immer dran, Materialkosten 1. Und hier 0,5. Der Rest ist auch 1, also für den Spitzhackenkopf. Nehmen wir einen Flint. Und wenn ihr nicht wisst, aus was ihr alles die Sache machen könnt, könnt ihr auch mit Shift-Klick, Shift-Halten auf das Pattern euch anzeigen lassen, aus welchem, ja, Material ihr das alles bauen könnt. Ne, wisst ihr Bescheid. So, einmal eine Axt. Dann brauche ich nochmal eben kurz ein bisschen mehr Flint. So, ein Non-Flint für die Schaufel. Und den Rest können wir zum Glück aus, Sticks, also aus Holz machen, das nur 0,5 Kosten hat, reicht ein Stick, um das Binding zu machen, und die normalen Sticks können wir verwenden einfach für, ne, den Griff. Das ist sehr praktisch. So, und in der Toolstation geht es weiter. Hier können wir uns die Rezepte anzeigen lassen, was wir für welche Sachen alles brauchen. Wir wollen als erstes eine Spitzhacke bauen. Dafür brauchen wir den Kopf, das Binding und einen Stick. Der Handle kann natürlich aus anderen Sachen bestehen. Deswegen reicht nochmal das Stick erstmal, aber auch, keine Ahnung, was gibt's denn da noch? Können natürlich auch dafür ein Pattern machen, um dann was raus stanzen zu können. Also einen anderen Handle stanzen zu können, wenn ihr versteht, was ich meine. Gott, so.
Flintkopf, Schaufelkopf und ein Stick für die Matok. Die Matok ist ein Allround-Tool. Vereinigt die Axt, eine Schaufel und eine Hoe. Das ist nämlich das Wichtige dran. Hier, ne? Special Ability Hoe. Ich meine, es steht eigentlich immer alles dran, was das so kann. Das ist ja das Schöne daran. Okay, also ich habe ich noch. Nein. Gut. Es ist aber gerade auch ziemlich leise hier. Das finde ich gut. Ich sehe nur auf der Karte ein paar Creeper, ein paar Spinnen. So, können wir mal. Nee. Machen wir mal hier. Versuchen mal in den Boden reinzugehen. Und ein bisschen Stein zu organisieren. Es ist einfach viel zu dunkel. So, aber ich würde sagen, das soll jetzt mal für den ersten Part gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und wenn ihr Mod-Vorschläge habt, könnt ihr selber mal ruhig raushauen. Ich will hier nichts Hochtechnisches drin haben. Das heißt, kein Thermal Expansion, kein Equivalent Exchange. Quatsch, meine ich gar nicht. Keine Applied Energistics und Co. Wenn ihr noch irgendwelche Special Mods habt, dann haut's raus. Ne? Könnt ihr mal vorschlagen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.